Okay, hat keiner gemerkt. Lol. Na gut. Aber die Tür da würde ich auch gerne aufschließen. Perfekt. Mertis Phalandas. Wie geht es euch? Ihr seid den Geisterpfort angelangt, Pilger. Dem letzten anständigen Ort am Fuß des Roten Berges. Ruht euch aus und gönnt euch unsere Dienste. Oder sagt mir, ob ihr jemanden bestimmten oder einen bestimmten Ort sucht. Teilen ist gut, Winder. Ich teile gerne. Speer! 11 Punkte! Das ist der erste, bei dem wir Speer lernen können. Langbau vom Block geht nicht, also lernen wir jetzt dreimal Speer! Wow, damit Speer auf 13 Punkte. Ich glaube, das ist uns das Beste, was wir... immer noch das Niedrigste, was wir haben, oder? Ja, immer noch das Niedrigste. Schwere Rüstung mit 19, kommt danach mit 19. Aber wir haben jetzt überall mindestens 13 Punkte, das ist cool. Ich bin Mertis Phalandas, Kreuzritter. Na? Ich bin ein Kreuzritter. Kreuzritter waren einst Krieger eines Kultes. Doch heute nennt sich jeder Krieger mit einem Anliegen so. Mein Anliegen ist, Totenbeschwörer, Hexen, Banditen und andere Missetäter zu jagen. Und mir geht es gut. Die Bergung von Waffen, Rüstungen und Gütern erlaubt mir ein gutes Leben. Ich bin zäh und stark. Ich trage schwere Rüstungen und kämpfe mit stumpfen Waffen. Und abgenutzte Waffen oder abgenutzte Rüstungen sind schlecht für den Kampf. So bin ich auch mein eigener Waffenschmied. Gut. Und er wartet hier. Schloss 100. Telekinese ist aus. Wir speichern nochmal. Oh, perfekt wäre das jetzt gerade. Lol. Einfach sofort geöffnet. Dann können wir aber die da auch wieder aufmachen. Möge ich mich eurer Gesellschaft als würdig erweisen. Lauter Vulkanglas-Schwerter. Interessant. Oh, Moment mal, Schloss 75. Pöwe 50 Draken, den nehmen wir mal. Möge ich mich als das Amulett der Ugeja würdig erweisen. Cool. Oh. Das ist was ausgegangen. Eischaden, 1 bei 25 Punkte auf Berührung, Ebenerzstab, Ebenerzsachen, Tränke, das sind nochmal Truhen. So, 58 Draken, 56 Draken. So. Willkommen. Mir war fast, als würde ich euch kennen. Du bist nur ein Kriegswappenträger. Das da ist bestimmt... Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist bestimmt ein Questgegenstand, den ich jetzt einfach mal mitnehme. Weil wofür wäre hier sonst Schloss 100? In den Truhen war auch nichts. Und da, ich stehe da jetzt nichts, aber ich schaue da einfach mal rein. Da ist auch nirgendwo was Tolles drin. Also das einzig Tolle war hier das da. Ja, und da ist noch ein bisschen Geld. Aber das kann da bleiben. Und da ist eine Wache drin, hinterm, im Raum. Schloss 100, Wache davor. Schloss 75 war das, glaube ich. Es tut sehr gut, euch zu sehen. Also das muss ja einfach das gewesen sein.
Gut. Dann haben wir hier auch alles. Dann gehen wir jetzt in den Tempel rein. Und vom Tempel aus gehen wir dann in den Turm der Morgendämmerung. So, ach, das war das hier, genau. Da holen wir uns gleich mal die ganzen Segen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist solch eine Ehre, euch zu sehen. So, Schild des heiligen Delin. Fels Ruhm. Der Fels von Lotis. Viveks Wut. Merys Schutz. Geist des Nereva. Ha, unser Geist. Rilms Gnade. Roris Blüte. Olms Segen. Aralors Intervention. Sirins Schild. Und Velots Meditation. Die Zivilwiederherstellung brauchen wir nicht. So, was macht eigentlich der Geist des Nereva? Du musst dich über. Nee, haben wir nicht. Eure Aufmerksamkeit ehrt mich. Geist des Nereva. Keine Ahnung. Uvo Laren. Was führt euch in den Tempel, Kurator? Habt ihr eure Aufgaben vernachlässigt? Wir haben hier Aufgaben. Cool. Ausbildung, Schleichen, Akrobatik, Nahkampf. Oh, Nahkampf geht. 57 Punkte. Hurra. Ich bin Uvo Laren, Mönch und Meister derer, die man oft einfach Tempel nennt. Wir werden überdeutlich befördert. Ah ne, die Talente sind bemerkenswert, aber die Aufgaben haben wir noch nicht. Okay. Müssen wir halt Aufgaben machen. Na? Ihr behauptet, die falschen Prophezeiungen vom Fleischgewordenen und dem Nerevarine zu erfüllen. Aber ihr seid in Wahrheit ein Agent, der auf der Lohnliste des kaiserlichen Geheimdienstes steht. Ihr seid ein Bandit und Betrüger. Dennoch besitzt ihr die Frechheit, um Aufnahme in den Tempel zu bitten. Verschwindet. Aber wir gehören ihm immer noch an, oder? Ja. Passt. Man sagt, ihr behauptet, in der Reverine zu sein. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nur, dass ich euch nicht traue und euch keine Aufgaben erteilen werde. Das ist ja blöd. Mist, da waren wir ein bisschen zu weit schon. Seid ihr es wirklich? So, Wanda, ihr behauptet, in der Reverine zu sein. Ihr handelt wieder die Lehren des Tempels. Der Orden der Wache heißt euch einen Spitzel des Kaisers und Banditen. Doch da ihr dem Orden angehört, sind wir euch einen Gefallen schuldig und eine Warnung. Andere mögen nicht so höflich sein und ziehen vielleicht das Schwert der Rede vor. Handeln? Ja, nee. Zauber, was hast du da so? Nee. Passt schon. Ich bin Nelvin Drothan, Priester und Geweihter derer, die man oft einfach Tempel nennt.
Okay. Hat nichts weiter gehabt. Dann gehen wir jetzt in den Turm der Morgendämmerung. Holztür. Ja, gehen wir da gleich mal rein. Willkommen. Koordinator? Ja, willkommen. Was kann ich für euch tun? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist solch eine Ehre, euch zu sehen. Teril Savani. Wunder, ihr behauptet, in der Varine zu sein. Ihr handelt wieder die Lehren des... Ach, ich lasse das jetzt einfach. Ich bin Teril Savani, Tankgemische und Geweihter derer, die man oft einfach Tempel nennt. Weil die sagen immer das Gleiche oder es ist so viel Text. Also lasse ich das einfach, wenn sie das wieder reden. Oder zumindest für hier, für den. Für die Geisterpforte. So, die Kiste hier ist irgendwie ein bisschen eingemauert. Morgengrauen und Dämmerung. Oh, hier sind viele Bücher. 18. 21. 13. 13 haben wir, glaube ich, sogar schon, oder? Der war eben noch hier. Nee, haben wir noch nicht. Also da haben wir ein paar Bücher zu klauen dann. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Rivasi Avani. So, handeln. Nein. Zauber. Nein. Ich bin Rivasi Avani, Heiler und Laie derer, die man oft einfach Tempel nennt. Gut, dann werden wir jetzt ein bisschen stehlen. Wo ist hier der eine Trank, der hier? Mist, von da funktioniert das nicht. Oh, perfekt. Bleibt da draußen. Einer weniger, um den wir uns kümmern müssen. So, das sind die ganzen Tränke. Das Geld nehmen wir. Das Schloss öffnen wir. Das sind auch lauter Tränke. Und dann hier noch die Bücher. Ach, bei Büchern funktioniert das ja nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Alchemie auf 100 Punkte. Geil. Damit haben wir wieder einen von 10 Punkten, oder? Ja, cool. So. 21. Rüstung. Leichte Rüstung auf 66 Punkte. Sehr schön. Das ist... Was? Veränderung auf 100 Punkte. Auch cool. Haben wir wieder mit 2 von 10 Punkten. Und das hat keiner gesehen. Haha. So, hier haben wir... Wie ich sehe, gefällt euch dieses Land. Wir heißen euch herzlich willkommen. Ja, danke. Ich bin Selmen Relas, Ordinator und Adept derer, die man oft einfach Tempel nennt. Okay. Ein bisschen Licht wäre nicht schlecht. Ich heiße euch herzlich. Möge ich mich eurer Gesellschaft als würdig erweisen. Ich bin Ralin O'Travel, Kreuzritter und Jünger derer, die man oft einfach Tempel nennt.
Gut. Druidisches Schild und Helm. Tragen wir, glaube ich, auch gerade. Hieß es nicht, die würden uns dann angreifen? Möge ich mich eurer Gesellschaft als... Habe ich irgendwie total vergessen und schon seit Ewigkeit nicht mehr abgenommen. Aber egal. Ach, ich habe immer noch Telekinese. Cool. So, war das jetzt alles? Da ist der Ordinator. Was kann ich hören? Nein, hier geht's runter. Geh mal runter. Untere Ebene vom Turm der Morgendämmerung. Das ist eine kleine Kiste mit Besteck drin. Mhm. Hier sind Bücher. Wolfskönigin Buch 2, Mischtaktiken Band 1. Moment mal, Mischtaktiken Band 1 haben wir, glaube ich, schon. Ja. Das blaue Buch der Rätsel. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon haben. Ich glaube, das gelbe Buch der Rätsel haben wir, aber ansonsten nicht. Ich möchte vorher speichern. Immerhin steht, ist hier jemand im Raum. Das nehme ich jetzt einfach... Ach, das ist nur das. Hier finden sich alle Arten von Rätseln, wie sie von den Gelehrten von Heiligen Rilms zu Ehren des Tribunals gesammelt wurden. Das Stellen und Lösen von Rätseln ist ein Brauch in der kultivierten westlichen Aristokratie. Adlige und jene, die in der Gesellschaft aufsteigen wollen, sammeln und studieren Rätselbücher. Sie hoffen dadurch, in Konversationen geistreich und witzig zu erscheinen. Ah ja. Na gut, aber das hier, das möchte ich mitnehmen. So. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist solch eine Ehre, euch zu sehen. Pharas Tirano. So, handeln. Oh, die hat sehr viel. Sehr, sehr viel hat sie. Aber egal. Ich würde gerne die hier verkaufen. Oh, geil. Oh, geil. Die 1400, da kauft sie jetzt einige. Finde ich toll. So, machen wir mal 1400 geteilt durch 1,9. Das sind 737. Da müssen wir drunter bleiben. Okay, einer weg. So, 660 mal 1,9. Sind 1254. Halt. Geil, hat sie genommen. Falsch nur auf 82 Punkte. Wie geil ist das denn? Das hat sie genommen.